und dort dann zu dem Sturmdrachen wurde. Aber es... also ich habe mir Sachen angesehen, das ist eigentlich eine relativ favorisierte Theorie zu dem Thema. Aber wenn du dir einfach nur die Item-Beschreibung durchliest oder dir halt auch ein bisschen mal anguckst, wo auf welche Items Leute auch hinweisen, dann ist das schon tatsächlich etwas, das ziemlich schön macht, sag ich mal so. Zum Beispiel auch interessant ist einfach eine Tatsache, und da habe ich mich zum Beispiel darauf hinweisen lassen von einem Video, was nämlich für die Theorie spricht, dass Ornstein sich wahrscheinlich verwandelt hat. Und zwar, in Dark Souls findest du fast alle Gegenstände, die du random findest, entweder in Truhen oder in Leichen. Du suchst quasi die Leichen. Sowohl Ornsteins Schwert als seine Rüstung sind ziemlich die einzigen wirklich signifikanten, also wichtigen Gegenstände im gesamten Spiel, die du weder in einer Truhe noch in einer Leiche findest, sondern die einfach nur stumpf auf dem Boden liegen. Und in einem anderen Spiel würde man denken, ja, kleines Detail. Aber wenn man sich ein bisschen mit Dark Souls auskennt, dann weiß man, dass hier nichts versehentlich passiert. Oh.